Ja, das ist klassisch mit einer Abschlussfahrt mit dem MSV Duisburg damals, 1994 war das. Da haben wir so eine Partytour gemacht und da war ich hier mit den Jungs hier in Cala Ratllada und habe aber dann neben dem Feiern auch gesehen, dass es einfach wunderschön ist und so ist es dann entstanden. Ja, ich habe hier inzwischen meinen Lebensmittelpunkt und da ich ja einen Fußball-Background habe, habe ich gedacht, ich gucke mal, was man hier so machen kann und habe inzwischen hier eine Fußballschule und natürlich auch meine Goalkeeper-Akademie, wo ich immer wieder talentierte Torhüter trainiere. Ich habe oft öfter Spieler aus Amerika, die kommen, die gerne nach Europa wollen, die ich dann auch betreue. Aber es sind auch Kinder dabei, es sind Jugendliche dabei, es kommen Keeper aus Nachwuchs, Leistungszentren. Also das ist ganz wild gemischt, sage ich mal. Das ist von bis. Also ich habe wirklich auch manchmal 5-, 6-Jährige, die kaum den Ball fangen können. Und mir macht das auch mit denen Spaß, denen was beizubringen. Und die Kinder, die lernen ja noch viel schneller, wenn man mit Profis gearbeitet hat. Da geht es ja nur dabei, darum, denen Selbstvertrauen zu geben fürs Wochenende. So richtig beibringen kann man ihnen ja nichts mehr. Ja, ganz unterschiedlich natürlich, wir machen uns gut warm. Bei mir steht natürlich auch oft das Fußballerische im Vordergrund, weil das hat sich ja im Laufe der Jahre geändert. Also ein Torwart ist ja heute so ein bisschen der erste Angreifer. Deswegen werden immer wieder Übungen eingebaut, wo der Torwart quasi das Spiel eröffnet. Dann natürlich die Fangtechniken, das Fallen, gerade bei Kindern. Muss man darauf achten, dass sie nach vorne gehen, dass sie den Ball attackieren. Das sind so die Feinheiten, die dann im Training als Schwerpunkt wiederkommen. Ja, das geht ja meistens über die sozialen Netzwerke, über Instagram, über Facebook oder über unsere Internetseite fussicamp.net. Und da ist eben auch ganz unterschiedlich, hier kommt der Kontakt zustande. Es sind auch Ferienkinder dabei, die hier das irgendwie mitbekommen, dass hier Fußball läuft. Und ich habe immer gesagt, die Kombination Mallorca, Fußball und Kinder, das funktioniert. Ja, man hört das ja im Hintergrund. Einfach die Freude steht bei uns im Vordergrund. Jeder hat hier einen Ball, wir haben tolles Equipment. Wir geben uns wirklich Mühe mit den Kindern. Eigentlich der Beweis ist, dass wir viele Wiederholungstäter haben. Wir haben viele Stammgäste und das ist dann auch schön, die Kinder immer wieder zu sehen, wie sie sich dann von Jahr zu Jahr entwickeln. Folge nochmal!